Dzień dobry, dobry wieczór, jak się masz? Cześć! Das war Polnisch und nicht Deutsch. Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video dachte ich mal, dass ich mal wieder einen Tag mache, den ich schon mal gemacht habe. Dieses Video habe ich ganz genau am 12.11.2013 gedreht. Also insgesamt schon anderthalb Jahre her. Ich habe mehr Schrott in meiner Tasche, ich habe andere Taschen und. Und ich dachte einfach mal, ich zeige euch heute mal das Innenleben meiner Tasche. Ich weiß wirklich, wirklich versprochen, nicht was da drin ist. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Ich habe Sachen eingekauft, ich habe Müll reingeworfen, was weiß ich, was da gleich alles zum Vorschein kommt. Ich werde euch alles zeigen und wir fangen dann auch direkt mal an. So, als allererstes mal die Tasche. Und zwar ist die Tasche nichts Besonderes. Die gibt es momentan bei H&M, kostet vielleicht 20 Euro oder so. Und diese habe ich auch in Grau und die trage ich momentan echt sehr gerne, weil da viel reinpasst und sie ziemlich klein ist. Also so eine Wundertasche, wo wirklich alles reinpasst und alles verschwindet. Das ist hier meine Tasche. Sie ist sehr, sehr schwer, wie eigentlich immer bei mir. Und wir fangen dann auch direkt mal an. Und zwar das erste, was ich hier sehe, ist Grippostat C. Warum Grippostat C? Ich war letzte Woche unfassbar krank und habe die heute in meiner Tasche wiedergefunden. Dachte mir so, ja, auch mal rausholen oder... Auf jeden Fall Grippostat C. Ich glaube, die Packung ist auch schon leer. Nein, ist sie nicht. Auf jeden Fall habe ich ja noch was fürs nächste Mal. Dann habe ich hier als nächstes ein Beach Effect Styling Spray drin, weil ich gestern beim Friseur war und das mitbekommen habe, weil ich mir gestern meine Haare verschönert habe, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich habe mir Extensions reinmachen lassen und das ist halt gut dazu, das tut man halt ein bisschen in die Haare. Das hatte ich schon mal von Tony and Guy und das tut man sich in die Haare, knetet ein bisschen und hat dann so leichte Wellen. Und ja, das hatte ich dann halt auch noch in der Tasche. Als nächstes habe ich hier meinen Schlüssel drin. Das ist ein ganz normaler Haustürschlüssel, Wohnungsschlüssel, Garagenschlüssel und. Und hier habe ich noch ein Desinfektionsding von Bath & Body Works, habe ich aus L.A. damals mitgenommen. Ein Schlüsselanhänger, damit ich meinen Schlüssel auch immer finde. Das ist eine kleine Eule und ich finde die voll süß. Findet ihr die auch so süß wie ich? Dann habe ich als nächstes... Lassen wir das. Hier habe ich auch eine Zeitschrift, die habe ich mir heute gekauft, weil ich gesehen habe, dass ich auf dem Cover bin, auf der neuen Year. Und da ist wohl eine Story mit mir und Timo drin. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Habe ich auf jeden Fall gekauft, ne? Im Kiosk, ganz normal, wo man Zeitschriften halt kaufen kann. Also wenn ihr die mal haben wollt, könnt ihr die euch ja kaufen. Hier habe ich mein Handy drin. Mein Handy muss natürlich jedes Mal dabei sein. Wenn nicht, dann ist man aufgeflogen. Das kennt, glaube ich, jeder hier unter uns, der gerade zuguckt. Und ich bin ja eigentlich zu 80% sicher, dass du gerade das Video auf dem Handy guckst. Oder nicht? Ich denke, die meisten gucken es mit dem Handy. Oder irre ich mich da? Schreibt mir in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall mein Handy natürlich immer wieder dabei. Wenn ich mein Handy nicht dabei habe, dann bin ich ein verlorener Mensch. Ich weiß nicht, wo vorne, hinten, links und rechts ist. Es ist schrecklich. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man sein Handy vergessen hat. Oil Control Paper drin. Das sind solche Paper, die man rausnimmt und dann seine überschüssigen Fett im Gesicht damit wegtupfen kann. Und das Tuch sieht danach super eklig aus. Geht gerade bei mir, aber so für Sommertage, wenn man viel schwitzt, ist das echt praktisch. Dann habe ich Kassenbons. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht aufgeräumt in meiner Tasche. Hier fliegt mir schon das nächste auf den Schoß. Und zwar mein Tangle-Teaser, den ich auch schon locker seit 2 Jahren habe. Ich glaube, in meinem letzten Video habe ich genau die gleiche Bürste auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will keine falschen Informationen weitergeben. Könnt ihr nachgucken. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall auch mal in die Infobox, was ich vor 2 Jahren, also vor 1,5 Jahren so in der Tasche hatte. Ich bin echt so eine chronische Bürsterin. Ich muss immer meine Haare bürsten. Es ist zwar gut, wenn man die Haare bürstet, aber es ist nicht gut, wenn man die Haare immer bürstet, weil sie dann zu schnell fertig werden. Und das ist leider bei mir der Fall. Aber ich kann leider nichts dagegen tun. Und deshalb... Die Bürste, ne? Dann habe ich Kaugummis natürlich. Habe ich immer dabei. Scheißegal welche. Einfach Kaugummis, damit der Mund immer fresh bleibt. Weil wenn man zum Beispiel zu viel Knoblauch isst, wie ich zum Beispiel immer, oder Zwiebeln oder sonst was, egal was man isst, Kaugummis sind dann immer gut zur Erfrischung. Dann mein Portemonnaie. Und da bin ich mir eigentlich zu 100%ig sicher, dass ich das gleiche Portemonnaie vor 1,5 Jahren auch schon hatte. Und im Video gezeigt habe, und zwar ist das von Liebeskind. Es sieht auch schon sehr mitgenommen aus. Ich glaube, im Video davor, also das, was ich gemacht habe, sieht es etwas neuer aus, weil es halt neuer war. Und yes,
That's My Purse. Auch sehr unordentlich, muss ich auch mal wieder ausmisten. Ich habe halt ganz viele Kassenbons immer überall drin. Das war meine Sonnenbrille, natürlich mal wieder ohne Hülle, wie immer. Tada, das ist meine Sonnenbrille, die ich momentan trage. Von Ray-Ban, das ist aber diese Special-Sonnenbrille mit diesem P dahinter. Polarisieren, Polaroid sind die Fotos, genau. Polarisieren und die ist richtig cool. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Wasser seid, das war zum Beispiel auf dem Boot, wo wir in Mallorca waren, wo wenn man auf dem Wasser ist, kennt ihr das ja, die Sonne scheint und die Sonne spiegelt sich auf dem Meer. Und wenn man die Sonnenbrille aufhat, dann sieht man das nicht mehr. Dann sieht man diese Spiegelung nicht mehr, die entsteht. Dann sieht das einfach wie Wasser aus. Das ist einfach nur Wasser und man sieht die Spiegelung nicht mehr. Man macht dann so und dann sieht man es wieder und dann so und dann so. Alle haben diese Brille aufgezogen und meinen so, boah, voll geil, ey. Natürlich. Wieso auch nicht? Ich habe ein ganzes neues Parfüm dabei, was eigentlich total bescheuert ist, weil mir ist mal eins ausgelaufen in der Tasche und es hat zwar gut gerochen, aber irgendwie auch nicht, weil zu viel Parfüm ist auch nicht gut, ne? Aber ich habe es halt reingeworfen, weil ich einfach Parfüm brauchte und ja, auf jeden Fall hatte ich hier Parfüm dabei. Das habe ich auch ganz neu. Das ist von Versace. Und es riecht gut. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr im Geschäft seid. Es riecht wirklich sehr gut und ich mag die Verpackung auch voll. Die ist so glammy und glitzer und goldy und so. Dann habe ich ein Akkuladegerät. Ein Akkuladegerät, was man unterwegs benutzen kann und natürlich ist es leer. Hab's heute aufgebraucht leider und dann hatte ich auch später noch keinen Akku mehr, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Auf jeden Fall ist das richtig gut. Damit kann man das Handy, glaube ich, dreimal aufladen oder so. Natürlich mit einem Kabel, was da irgendwo auch drin verschollen ist in meiner Tasche. Lohnt sich. Ist aber sehr schwer, aber lohnt sich. Paracetamol kann man immer mal gebrauchen, wenn man ein bisschen Kopfschmerzen hat. Dann habe ich hier meinen Autoschlüssel. Habe ich natürlich auch dabei und ein kleines Bienchen, was ich mal von einer Zuschauerin bekommen habe und einen Darth Vader. Das ist so eine Lego-Figur. Die ist voll cool. Und das habe ich halt alles hier dran. Und damit cruise ich dann durch die Cities. Ja, nein. Eine MAC-Lippenstift-Verpackung. Taschentücher braucht man immer mal wieder. Gerade, wie gesagt, ich war ja letzte Woche krank. Da habe ich sehr, sehr viele von denen gebraucht. So, in der großen Tasche ist jetzt nichts mehr. Und jetzt komme ich zu den kleineren Taschen, weil hier sind nochmal zwei. Also für Handy, Kleingeld und hier ist nochmal eine, die man zumachen kann. Hier habe ich eine Mini-Bepanthen dabei, weil ich mir das Tattoo hier neu stechen lassen habe. Immer schön eincremen, wenn ihr euch Tattoos macht, weil wenn es austrocknet, ist das nicht gut. In der zweiten Tasche sind zwei Haargummis drin. Und in der Reißverschlusstasche, die ist etwas größer, gucken wir mal, was da drin ist. Also, als erstes haben wir hier ein EOS Lip Balm, habe ich auch immer wieder dabei, weil ihr kennt mich, ich bin chronische Lip Balm-Fanatikerin, Benutzerin. Ich habe immer Lip Balm auf meinen Lippen, weil ich es hasse, wenn meine Lippen trocken sind. Und deshalb, ne, immer dabei. Als nächstes Lip Balm. Und zwar habe ich das in meinem letzten DM-Haul auch gezeigt. Das ist die Coconut Lip Butter. Die riecht wirklich saugut, also riecht halt so frisch nach Kokos, nicht nach diesem Kunstkokos, sondern so nach einem echten Kokos, nach diesem weißen Kokos, wenn man es aufschlägt und dran riecht, so, ah, geil. Als nächstes, Alter, habe ich ein Baby Lips Lip Balm, den mag ich auch sehr gerne, weil der hat halt so einen leichten rosa Touch auf den Lippen und den benutze ich zurzeit echt super gerne. Das ist doch nicht wahr. Habe ich wieder ein EOS Lip Balm? Boah, darauf seht ihr meine Sucht, ne? Ich werfe immer wieder irgendwelche Lip Balms in meine Tasche und check einfach nicht, wie viel ich schon drin habe. Und im Endeffekt frage ich dann noch eine Freundin, hey, hast du einen? Weil ich habe keinen dabei. Im Endeffekt habe ich dann fünf in der Tasche. Ganz schlimm bei mir. Also wieder ein EOS Lip Balm. Als nächstes mal wieder ein EOS. Wie kann es anders sein? Nein, ich habe kein Product Placement für EOS. Es ist wirklich eine Sucht. Das ist ganz schlimm. Ja, also insgesamt jetzt schon 5 Lip Balms. Ich hoffe so sehr, dass nichts mehr drin ist. Naja, okay, das kann man mal so akzeptieren. Das ist nur noch ein MAC Lippenstift. Ne? Also 5 Lip Balms, ein Lippenstift. Ja. Und als letztes habe ich... Genau. So, und das war's dann auch schon. Ach nee, ich habe noch eine MAC Packung drin. Ansonsten ist nichts mehr drin. Und das war meine wunderschöne Tasche und mein... Das war mein What's in my Bag 2015 Edition. Also 1,5 Jahre später nach meinem letzten What's in my Bag. So, und das war's dann auch schon mit dem Video. Das waren alle meine Sachen, die ich in der Tasche mit habe. Was mir gerade auffällt, wo war mein Ladekabel? Hier ist mein Ladekabel. Ich habe es schon vorher rausgenommen. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, was eure Must-Haves
in eurer Tasche ist. Also ob ihr ein Junge seid oder ein Mädchen seid, was sind eure Must-Haves in der Hosentasche oder in einer so einer Tasche, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Und ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle ganz so lieb. Und macht's gut. Tschüss.